Hey ho und willkommen zum, naja, ich würde jetzt nicht sagen, wie man die Challenge macht beim Hard Days of Hard. Alter, wie scheiße, wie heißt die Kacke? Hallo? Herzschmerztag. Im Deutschen heißt es Herzschmerztag. Ich glaube, Broken Hearts Day Event heißt es im Englischen. Nur ein ganz kleiner Tipp. Die Challenges, ich werde sie einmal durchgehen. Es sind aber nur die Challenges, die ich bereits im Video am Donnerstag gesagt habe. Und zwar die 100 Herzen töten. Hier jetzt ein, meiner Meinung nach, also kleiner Tipp, wo ihr sehr gut, sehr schnell, sehr viele Herzen farmen könnt. Es gibt einmal einen Spot für die das DLC nicht besitzen und einmal einen Spot für die das DLC besitzen. Erstmal nur am Anfang, wenn wir im Menü sind, haben wir hier die Möglichkeit, Herzschmerztag zu deaktivieren. Das heißt, wenn ihr die 100 Herzen habt, könnt ihr das danach deaktivieren, weil es euch nichts mehr bringt und eventuell sind die Herzen für euch störend. Da könnt ihr es einfach deaktivieren. Also guckt, jetzt ist es deaktiviert. Ich aktiviere es natürlich, weil ich es ja machen möchte. Nicht wundern, dass hier ein Ausrufezeichen steht, ist, das ist für den Warenkammerjäger-Modus. Das ist, wenn man den Warenkammerjäger-Modus durchgemacht hat. Man kann den zurücksetzen und dann nochmal starten. Interessiert uns aber nicht. Und zwar, Voracious Canopy, Safe Call heißt es, wird es nicht so ausgesprochen. Das ist der erste Ort, wo man starten kann oder wo man meiner Meinung nach gut, schnell viele Herzen farmen kann, wenn man nicht das DLC besitzt. Das ist also wirklich, ja, auf dem Planeten Eden 6, also wenn ihr im Hauptmenü seid, geht ihr auf Eden, nein, das ist Athenas, das ist wieder, fuck, ich drücke mal Escape, um zurückzukommen. Wir wollen nicht auf Athenas, wir wollen auf Eden 6. Auf Eden 6, im Deutschen heißt das dann gefräßiger Baldachin. Da einmal drauf, wirklich einfach Schnellreisestation. Und es geht auch nur hier um dieses Anfangsgebiet. Da habe ich persönlich auch schon die Geister gefarmt für das letzte Event, weil wenn ihr hier reinrennt, habt ihr auf einem sehr kurzen Weg, also ihr habt hier, ich trigger mal hier alle. Trigger mal hier alle. Da aus der Höhle kommen auch nochmal Groggs. Aus der Höhle kommen auch nochmal Groggs. Oder die Gegner. Und hier habt ihr meistens sehr viele Herzen. Ich muss jetzt natürlich, zack. Man muss. Das ist jetzt nämlich das erste Herz, was ich abschieße. Zack. Ihr habt hier auf jeden Fall, meiner Meinung nach, gut Herzen. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich nicht sterbe. Ich gehe mal kurz in den Mech. Sehr viele Herzen oder beziehungsweise sehr viele Gegner und je mehr Gegner ihr habt, desto größer ist natürlich die Chance, dass die Herzen spawnen lassen. Das heißt wirklich, hier kann man ganz ge gescheit, mal, ah, da ist noch ein Herz, zack, Gegner und die Herzen farmen. Da ist noch eins, zack. Oh, Loot, nice. Auf jeden Fall, also hier, ihr seht die Karte, sie ist voll mit Gegnern. Das ist wirklich, also wenn ihr nicht das DLC habt, ist das mit einer der besten Spots. Wenn ihr dann alles geklärt habt, ich empfehle euch immer alles zu klären oder beziehungsweise alle Herzen zu klären, sagen wir es so. Und dann macht ihr einfach zack, Spiel beenden, wieder starten, dann sind die Gegner und die Herzen nämlich neu gespawnt. Falls ihr das DLC habt, gibt es einen sogar noch besseren Ort. Meiner Meinung nach. Das ist natürlich auch irgendwo Geschmackssache. Wir gehen zum Handsome Jackpot, gehen dann auf Presse, die Presse. Ganz wichtig. Und reisen einmal in die Presse und wir wollen hier hinten, ne, da hinten hin, zu den Claptraps. Oder Scrap Traps heißen die ja, ne? Vorsicht sind ja Scrap Traps und nicht Claptraps. Das hat einen ganz einfachen Grund, den zeige ich euch mal. Wenn es denn laden würde. Da kann man nämlich meiner Meinung nach auch sehr gut, also XP farmen. Also klar, Graveyard ist geiler, was den Loot angeht. Also wenn ihr noch nicht, weil es ist ja ein neues Max-Cap, warte, dafür, ah ne, falsche Taste. Wir wählen mal kurz das aus, dann habe ich nämlich, hallo, willst du bitte rennen? Ja, perfekt. Dann haben wir nämlich einen Snowdrift, dann bin ich ein bisschen schneller unterwegs. Dann kann ich das ein bisschen, tschu, tschu, so, wir wechseln mal Waffe, weil hier ist ja Korrosion angesagt. Zack, zack, hallo, willst du mich bitte weiterrutschen lassen? So, also wirklich, ihr rutscht hier immer weiter. Und dann kommt ihr hier irgendwann. Ich glaube, genau hier ist es jetzt. Hier kommt ihr dann in die Höhle der Scrap Traps, wenn mich nicht alles täuscht. Oder ist sie erst später? Ne, genau. Zack, hier ist das Scrap Trap Nest oder wie das heißt.
Und hier habt ihr halt, also wirklich, hier spawnen gut Gegner. Hier spawnen auch sehr gut, meiner Meinung nach, die. Also hier kann man gut XP farmen. Hier spawnen jetzt gerade keine Herzen. Ich hatte auf jeden Fall, ich hatte auch schon Runs, wo Herzen hier gespawnt sind. Ich weiß nicht, ob das gerade jetzt einfach ist, dass ich einfach Pech habe. Wir können ja mal ein bisschen mal. Mit der Waffe möchte ich immer keinen Schaden. Wir machen jetzt einfach mal so. Tschu. Also wie gesagt, ihr könnt hier einfach gut XP farmen auf jeden Fall. Weil man kann, nachdem ihr das Trap-Nest geklärt habt, könnt ihr hier nämlich einfach rausklettern. Lol. Jetzt gerade hochgejagt, der Arsch. Deswegen bin ich gestorben. Ach, ich habe hier das Snowdrift-Ding raus. Also ihr könnt hier wirklich, ihr könnt hier dann nämlich. Also, ich zeige euch das mal. Ihr könnt hier einfach rausspringen. Dann resettet das. Also ihr dürft nicht runterspringen. Dann kommt ihr nicht mehr rein. Ihr springt hier einfach raus. Zack, geht wieder rein. Und ist resettet. Und ihr könnt dann. Also hier kann man wirklich super farmen. Leider nicht wirklich loot-technisch, weil die Dinger geben kein Loot, also keinen spannenden Loot. Ihr dürft auch nicht den End-Scrap-Trap. Scrap-Trap? Schwieriges Wort. Den End-Scrap-Trap. End-Scrap-Trap dürft ihr nicht töten. Also immer, macht immer nur die kleinen. Also wirklich, ihr könnt hier so massig gut farmen. Das ist unglaublich. Muss ich hier ducken, weil die sind so klein, sonst treffe ich die mit dem Katzen mehr nicht. Wirklich, dann einfach wie gesagt, ihr könnt, ihr seht es oben auf der Karte auch wieder. Hier so schön viele Gegner. Wirklich, da 1500 EP kriege ich, also für die Wächterringe, für das Normale kriegt ihr natürlich ein bisschen wenig. Und dann könnt ihr hier massig gut farmen. Das mit den Herzen, wie gesagt, ich weiß nicht, ob die nur bei normalen Gegnern spawnen. Ich meine, ich hätte hier auch eindeutig schon Runden gehabt mit Herzen. Aber allerdings ist hier gerade wirklich gar kein Herz. Deswegen gehe ich davon aus, dass es sehr wahrscheinlich einfach nur ein Bug war, dass ich ein Herz hatte. Sondern dass im DLC oder bei Endgegnern, ist ja offiziell ein Endgegner, normal, normal keine Herzen kommen. Deswegen einfach nimmt die Grox-Dinger auf dem gefräßigen Baldachin. Hier könnt ihr auf jeden Fall gut Level farmen. Also ich empfehle euch, wenn ihr nicht gerade nach neuen Legendaries gut, also zum Beispiel, ihr seht das hier. Hoppala. Das war jetzt nicht so nett. Stirb. Meine Waffen und alles sind noch Level 50. Ich muss unbedingt anfangen zu farmen. Auf jeden Fall, aber falls ihr nur Level braucht und keinen Bock habt, immer wieder das Spiel neu zu starten, könnt ihr hier wirklich meiner Meinung nach super farmen. Gut. Wir haben jetzt natürlich auch das Problem, dass meine Le Waffen Level 50 sind und die Gegner alle Level 54 bzw. noch höher. Das ist natürlich, weil ich. Gut, ich habe ja auch Vault Hunter. Also hier True Vault Hunter. Ne, nicht True Vault Hunter, sondern Chaos-Modus. Chaos-Modus heißt das Wort. So, ihr seht auf jeden Fall, die spawnen immer wieder. Ihr habt hier absolut nie Probleme, an Gegner zu kommen. Und das Schöne ist halt wirklich, wenn ihr hier rausgeht, nicht komplett runterspringt, sondern nur die erste Kante, also die hier, zack. Zack. Ihr seht, die also die spawnen vor euch. Und wenn ihr hier wieder reinspringt, zack, direkt sind sie wieder da. Komplett voll, komplett neu. Hier könnt ihr auf jeden Fall super farmen. Anscheinend klappt das mit den Herzen nicht. Es wundert mich. Ich dachte, es hätte dann auch mit den Herzen geklappt. Weil, wie gesagt, als ich das erste Mal das ausprobiert habe, ich habe das natürlich ausprobiert, das zu farmen, hatte ich hier Herzen. Aber anscheinend gibt es hier normalerweise keine Herzen. Aber XP kann man hier auf jeden Fall gut farmen. Deswegen einfach nochmal kurz. Empfehle ich euch, also XP farmen, wenn ihr unbedingt schnell Level 53 werdet und ihr eine gute Korrosionswaffe habt. Ich empfehle euch natürlich einen Cutsman. Gibt natürlich auch etliche andere Korrosionswaffen, die hier helfen. Korrosion ist natürlich am besten gegen Rüstung. Geht einfach auf die Presse. Geht, wenn ihr das die Presse ist, also ihr kommt dann hier hin. Geht nach da und farmt einfach das Level bis Level 53. Das dauert echt nicht lange. Und ansonsten empfehle ich euch für die Herzen, geht einfach auf Eden 6. Geht auf gefräßiger Baldachin. Nimmt direkt hier, da, also von hier bis hier, also das sind so, da ist eine Höhle, 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 wo diese Viecher spawnen. Nimmt ihr einfach, ihr habt es gesehen, ich hatte gerade in einem Durchgang, ich glaube, ich hatte bei dem noch gar keine Herzen kaputt gemacht. Wir können ja mal gucken. Ja, 5 Herzen in einem Durchgang. Das mag jetzt nicht so viel sein, das ist aber auch ein bisschen, man muss natürlich auch ein bisschen Glück drauf haben. Aber auf jeden Fall kriegt man die dann echt fucking schnell. Das sind dann 20 Durchgänge, also 20 Mal müsst ihr Escape, Spiel beenden, Spiel neu starten drücken. Ja, man kann natürlich auch einfach normal die ganze Zeit rumrennen und dann irgendwann die 100 voll machen, aber wenn man gezielt Herzen farmen möchte, lege ich euch das ins Herz, einfach weil es für mich funktioniert hat.
Das soll es auch schon gewesen sein. Ich farme jetzt auf jeden Fall erstmal die Herzen. Und dann, muss ich auf jeden Fall erstmal ein bisschen meine ganze Ausrüstung auf Vordermann bringen. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein.